Zwei Uhren im Stil der Rolex Submariner. Die Gigandet für 199 Euro und die Steinhardt für 395 Euro. Ich sage euch in diesem Video, welche Uhr ich besser finde und warum. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wenn du heute reingeklickt hast, dann liegt die Vermutung sehr nahe, dass du das Submariner-Design von Rolex magst, aber auch offen bist für Uhren, die nur einen Bruchteil des Designvorbildes der Rolex kosten. Denn genau darum geht es heute. Zwei Uhren, die eine klar erkennbare Ähnlichkeit zur Rolex Submariner haben, aber wesentlich weniger kosten. Und genau diese beiden Uhren werde ich heute vergleichen. Die Steinhardt Ocean One 39 mm und die Gigandet Seaground, die ein ähnliches Design haben und sich trotzdem im Detail unterscheiden. Wenn du solche Videos magst und mich unterstützen möchtest und zukünftig auch keines meiner Videos verpassen möchtest, kannst du unter dem Video abonnieren oder aber auch in der Ecke unten rechts und dann noch die Glocke aktivieren und du wirst über alle meine Videos, die in Zukunft kommen, informiert. Jetzt möchte ich euch aber die Uhren etwas im Detail zeigen. Ich habe in beiden Ausführungen das jeweils günstigste Modell gewählt, was auf der Webseite verfügbar war. Bei der Gigandet ist das nicht das Made in Germany Modell, was teurer ist, sondern das günstige Modell für 199 Euro. Und bei der Steinhardt ist es das Modell mit Alu-Lünette, nicht das Premium-Modell, für 395 Euro. Ich habe beide Uhren gebraucht erworben. Daher haben beide Uhren ein paar Gebrauchsspuren. Das Gute dabei ist, sie sind getragen worden und man kann sich ein Urteil darüber erlauben, wie stabil und verlässlich die Uhr auch nach einem Gebrauch ist. Die Uhren sind unterschiedlich groß. Die Steinhardt hat 39 mm im Durchmesser. Die gibt es aber auch als 42 mm Uhr. Ich werde dort, wo das relevant ist, im Video darauf hinweisen. Die Gigandet hat 43 mm im Durchmesser und damit ist die Steinhardt in der hier vorliegenden Form etwas kleiner als die Rolex und die Gigandet deutlich größer. In der Gigandet werkelt ein NH35, also ein Seiko-Werk der Einstiegsklasse. In der Steinhardt ist verbaut entweder ein ETA 2824 oder ein Silita SW 200, je nach Verfügbarkeit. Was also diesen Punkt betrifft, ist nach meinem persönlichen Empfinden die Steinhardt der Gewinner. Mit den Einstiegsmodellen von Seiko fremdel ich etwas. Es ist meine persönliche Einschätzung, die nicht in irgendeiner Weise technisch begründet ist, sondern nur mein subjektiver Erfahrungswert. Wie gesagt, die Gigandet hat 43, die Steinhardt 39 mm im Durchmesser. Die Gigandet hat eine Bauhöhe von 15 mm. Die Steinhardt kommt hier deutlich flacher mit 13 mm. Übrigens ist auch die 42 mm Variante der Steinhardt nur 13 mm hoch. Der Bandanstoß der Gigandet sind 22 mm, bei der Steinhardt sind es 20. Die 42 mm Variante hat ebenfalls 22 mm im Anstoß. Die Gigandet hier ist relativ schwer mit 195 Gramm. Die 39 mm Steinhardt wiegt 170 Gramm, die 42 mm Variante wiegt 205 Gramm. Das hat in meinen Augen auch einen klaren Grund, aber dazu komme ich im Laufe des Videos noch. Was also die reinen Maße betrifft, Anstoßbreite, Gewicht, sind die Uhren in etwa gleich auf. Allerdings ist die Steinhardt deutlich flacher und damit nach meinem Empfinden auch etwas angenehmer am Arm, was die Bauhöhe betrifft. Was die Form des Gehäuses betrifft, ist die Gigandet mit den abgerundeten Hörnern und den leicht nach unten gezogenen Hörnern deutlich näher am Original und mir persönlich gefällt rein optisch
diese Gehäuseform besser als die doch sehr gerade und plane Variante der Steinhardt. Das ist aber nur mein persönlicher Geschmack. Insofern möchte ich das gar nicht in eine Bepunktung oder Bewertung einfließen lassen. Ich persönlich finde nur diese Gehäuseform etwas schöner als die der Steinhardt. Beide Uhren sind bis 300 Meter wasserdicht, also auch hier ein Unentschieden. Die Steinhardt hat ein Saphirglas verbaut mit einer Datumslupe. Die Gigandet hat ein gemäß den Angaben auf der Webseite Mineralglas verbaut mit Saphirbeschichtung. Und sie soll eine Datumslupe haben. Ich weiß nicht, ob die von dem Vorbesitzer entfernt wurde oder ob man es auch ohne Lupe bestellen kann. Auf der Webseite steht, dass dieses Modell eine Datumslupe hat. Was also das Glas betrifft, geht hier der Punkt für mich ganz klar an die Steinhardt. Ich würde ein Saphirglas, einem Mineralglas, egal wie es beschichtet ist, immer vorziehen. Steinhardt gibt als Leuchtmasse BGW 9 an. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Uhr ausreichend gut und vor allen Dingen ausreichend lange leuchtet, um die ganze Nacht lesbar zu sein. Bei der Gigandet steht nur, dass die Indizes, Zeiger und die Punkte mit Leuchtmasse gefüllt sind. Ich zeige euch das nachher auch noch in einem Nightshot. Wie lang es leuchtet, habe ich noch nicht getestet. Ich erwarte aber hier mindestens die gleiche Leistung wie bei der Steinhardt. Dann schauen wir uns die Uhren noch einmal ein klein wenig genauer an. Die Krone der Gigandet ist relativ kurz. Man kann das hier, glaube ich, ganz gut sehen. Und auch der Kronenschutz ist hier im Übergang Gehäuse zum Kronenschutz relativ eckig und nicht sehr elegant gelöst. Der Kronenputz läuft ziemlich spitz zu. Und dadurch, dass die Krone sehr kurz ist, ist sie mit Handschuhen nicht besonders komfortabel zu bedienen. Die Krone der Steinhardt ist deutlich größer und griffiger, steht auch weiter aus dem Kronenschutz hervor. Der Kronenschutz selber ist etwas eleganter gemacht, wächst aus dem Gehäuse hervor und die Krone insgesamt ist deutlich besser zu greifen, auch mit Handschuhen. Was also Krone und Bedienbarkeit der Krone angeht, geht der Punkt für mich an die Steinhardt. Bei der Lünette finde ich die Optik der Steinhardt schöner, weil die metallenen Teile und die metallenen Ringe deutlicher sichtbar sind und das Ganze ein klein wenig edler wirkt als bei der Gigandet, wo doch das Grün der Lünette dominiert und man von den Stahleinfassungen nicht so viel sieht. Aber das ist nur ein optischer Aspekt. Rein funktional ist die Lünette der Gigandet sehr, sehr viel rutschiger als die der Steinhardt. Also die Gigandet lässt sich in meinen Augen nicht so gut greifen und bedienen wie die Lünette der Steinhardt. Man kann es auch sehen, dass hier die Riffelungen nicht so tief gehen und ein klein wenig runder sind und hier die Riffelungen der Steinhardt doch deutlich griffiger gearbeitet sind. Der Punkt geht also auch hier für mich an die Steinhardt. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, wie sieht es mit den Bandanstößen aus? Und hier stelle ich bei der Gigandet doch ein nicht unerhebliches Spiel fest. Da wackelt das Band doch ganz schön am Gehäuse, auf der anderen Seite nicht ganz so stark, aber da ist auch Spiel. Die Steinhardt ist hier wesentlich passgenauer gearbeitet. Wirklich, das Band ist hier viel besser am Gehäuse integriert. Das heißt, die
Bandanstöße. Der Punkt für Bandanstöße geht ganz klar an die Steinhardt. Schauen wir uns das Band einmal an. Was ich bei der Gigandet sehr mag, ist, dass das Band sowohl mattiert als auch poliert ist. Das gibt der Uhr einen klein wenig edleren Look. Wobei das Band der Steinhardt in meinen Augen sorgfältiger und schöner satiniert ist als die satinierten Teile bei der Gigandet. Optisch, wie gesagt, gefällt mir das Band der Gigandet besser. Qualitativ würde ich auch hier den Punkt ganz klar an die Steinhardt geben. Und jetzt noch ein Punkt, der immer ganz wichtig ist, das ist die Schließe. Schauen wir uns einmal die Steinhardt-Schließe an. Das ist schon eine recht ordentliche Schließe. Massiv mit Feinverstellung. Das Band ist geschraubt. Der Schließbügel ist massiv. Sehr, sehr sauber gearbeitet. Wie sieht das bei der Gigandet aus? Ihr seht es hier schon. Die Schließe geht von selber ein klein wenig auseinander. Der Sicherungsbügel hält nicht so viel. Das Ganze wirkt ein klein wenig instabiler. Der Schließmechanismus ist gebogenes Blech. Auch eine Feinverstellung. Und das Band ist nur gestiftet. Am deutlichsten merkt man den Unterschied aber, wenn man sich die Bänder einmal anhört. Und dafür nehme ich jetzt mein Headset ab und lege das einmal hier hin. So, da könnt ihr das sehen. Das ist also hier mein Headset. Und dann lasse ich euch die Bänder einmal hören. Das hier ist das Band der Steinhardt offen. Und so klingt das Band der Steinhardt geschlossen. Jetzt kommt die Gigandet. Das ist die Gigandet offen. Und jetzt kommt die Gigandet geschlossen. Ihr konntet also sehr deutlich hören, dass die Gigandet doch wesentlich mehr Spiel und hat und Geräuschkulisse entwickelt als die Steinhardt. Ja, in der Summe kann ich nur sagen, die Steinhardt ist wirklich 200 Euro teurer, aber sie ist in meinen Augen auch mindestens diese 200 Euro mehr wert. Jetzt zeige ich euch die Uhren noch einmal bei Nacht. So, dann machen wir jetzt das erste Videolicht aus. Wir machen das zweite Videolicht aus und haben wie gehabt links die Gigandet und rechts die Steinhardt. Ich finde beide Uhren sehr interessant bei Nacht. Sie halten beide ausreichend lange durch. Ob man jetzt mehr das Grünliche oder das Bläuliche an der Farbe mag, ist, denke ich, reine Geschmackssache. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, empfehlt mich weiter und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.